In diesem Video möchte ich euch nur schnell das heutige Update zusammenfassen sowie ein neues Feature teilen, an dem die Entwickler scheinbar gerade arbeiten. Viel Spaß beim Ansehen! Beginnen wir mit dem Erstelle einen Sim-Modus, in dem sich in der Frisurenkategorie etwas getan hat. So gibt es diese neue Frisur für alle Altersstufen, welche mir recht gut gefällt. Jetzt haben wir eine weitere lockige Frisur im Spiel. Zudem hat eine bereits vorhandene Frisur im Spiel einen neuen Anstrich erhalten, welche jetzt so aussieht. Diese steht ebenfalls für alle Altersstufen bereit, was vorher nicht der Fall war. Als nächstes gibt es jetzt noch ein praktisches neues Feature im Hauptmenü. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, alte Spielstände wiederherzustellen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben. Außerdem könnt ihr jetzt den Pfad des Speicherortes der entsprechenden Spieledatei in die Zwischenablage kopieren. Und weiter haben die Entwickler mit diesem Update neue Codeschnipsel ins Spiel gebracht, die von einem Simmer direkt auf Twitter geteilt wurden. In diesen kann man lesen, dass die Entwickler darüber nachdenken, dass man die Erweiterungen eventuell kostenlos antesten kann, bevor man sie kauft. Hierzu gibt es derzeit leider noch nicht mehr Infos. Ich finde die Idee für unsichere Spieler allerdings wirklich gut. Bleiben wir gespannt, was es damit auf sich hat. Das war es auch schon mit diesem kleinen Update. Mehr neue Features sind leider nicht enthalten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.